In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Türanschlag unseres Kühlschranks KG2817 wechseln. Vormontiert ist der Anschlag auf der rechten Seite. An Werkzeug werden ein Schlitz- und ein Kreuzschlitzschraubendreher sowie ein 10er Gabelschlüssel oder eine 10er Nuss benötigt. Als erstes wird die obere Türabdeckung gelöst. Dann wird die Scharnierabdeckung abgeschraubt. Darunter befindet sich die Verkabelung, welche einfach getrennt wird. Dann können die drei Schrauben des oberen Scharniers gelöst werden und die Tür aus dem unteren Scharnier gehoben werden. Auf der anderen Seite wird die Abdeckung ebenfalls entfernt. Der Drehzapfen der Scharnierplatte wird abgeschraubt, die Scharnierplatte gewendet und der Zapfen wieder angeschraubt. Schließlich wird der Türkontaktschalter aus der rechtsseitigen Scharnierabdeckung in die linke eingesetzt. Diese befindet sich im Gerätebeipack. Das mittlere Scharnier wird nun ebenfalls abgeschraubt und die Tür des Gefrierfachs herausgehoben. Um die Befestigungslöcher zu verschließen, einfach die Abdeckung von der einen auf die andere Seite versetzen. Nun wird der Kühlschrank hingelegt und die Gerätefüße an beiden Seiten herausgeschraubt. Dann die Befestigungsschrauben des unteren Scharniers lösen und das Scharnier abnehmen. Den Drehzapfen lösen. Bevor das Scharnier wieder befestigt wird, noch die Schrauben der Seitenabdeckung von der einen auf die andere Seite schrauben. Nun kann die Scharnierplatte auf der anderen Seite befestigt werden. Der Drehzapfen wird dann im oben liegenden Loch befestigt und der Fuß wieder eingeschraubt. An der Unterseite beider Gerätetüren befindet sich ein Scharnierteil. Dieses wird abgeschraubt und das im Beipack liegende Scharnierteil auf der anderen Seite befestigt. An der Gefrierfachtür die Scharnierabdeckung entfernen und in das gegenüberliegende Scharnierloch einsetzen. Dann kann die Gefrierfachtür eingesetzt und das mittlere Türscharnier befestigt werden. Darauf achten, dass beide Unterlegscheiben zwischen Tür und Scharnierplatte liegen. An der Kühlschranktür wird ebenfalls das Scharnierteil gewechselt.
dann kann auch die Kühlschranktür eingesetzt werden. Das obere Türscharnier wird festgeschraubt. Schließlich wird die Steckverbindung am Türkontaktschalter und der Gerätetür angebracht. Die Kabel werden durch die Halterung der Scharnierabdeckung geführt und diese befestigt. Dann kann die Türabdeckung wieder angebracht werden. Bevor die Abdeckung der anderen Seite angebracht wird, muss das Schraubenloch durchstochen werden. Für die optimale Dichtigkeit der Tür empfehlen wir, die Türdichtung beider Türen um 180 Grad zu drehen. Dann kann der Kühlschrank genutzt werden.